おじいちゃんは原爆の当時の日はね、一番の汽車でね、広島にいつものように出かけたんです。10日ぐらい経って初めて帰省してきたんですよ。その時にね、何にも言わないの。なんか爆撃があったぐらいでね。Die Firma ist so, weil eigentlich viele Atombombenopfer das so beschrieben haben, dass sie die Atombombe so empfunden haben wie eine große Sonne, die vom Himmel fiel. Ich habe angefangen mit dem Projekt, weil es mich immer gewundert hat, was mein Großvater damals erlebt hat in Hiroshima. Ich wusste gar nicht, dass ich einen Kinofilm daraus mache. Das war wirklich eine familiäre Sache. Ich dachte, vielleicht wird es nur ein Familienfilm. Das ist dann für meine Tochter oder meine Enkeltochter. Und der Auslöser war eigentlich, dass meine Großmutter sehr alt wurde und krank. Und ich habe einfach gemerkt, dass ich das jetzt machen muss, weil wenn sie dann gestorben ist, dann habe ich niemanden mehr aus der Familie, den ich fragen kann, der damals das miterlebt hat. Hiroshima made itte mittara nanni mo nai ningen mo ittai korosarete mittara minna shinisou na hito bakkari nano yo. In diesen Filmen, die ich gesehen habe, ging es meistens um diesen einen Tag, also um diesen 6. August und wie furchtbar, das war wirklich furchtbar und es ist unvorstellbar. Aber ich hab immer ein bisschen vermisst zu erfahren, ja, was ist dann später aus diesen Leuten geworden, wie hat dieses Ereignis diese Leute geprägt? Also hatte es Konsequenzen auf ihr Denken, auf ihr Wirken? Und das war eigentlich mein Ansatz dann am Ende, dass ich vor allem das, auf das fokussieren wollte. そういう方をちょっと探してお話を聞いたらいいと思いますよ。これが永田さん。永田さんだね、これ。Ich habe wirklich zuerst Leute gesucht, die meinen Großvater kennen, das heißt Krankenschwestern. Und die waren offen, weil sie ihn kannten. Weil ich die Enkeltochter bin von meinem Großvater, hatte ich da einen viel einfacheren Zugang. Es gibt einen Verein, der heißt Juno-Verein und da ist eben Uchida Mitglied. Und ich glaube, über diese Recherche bin ich per Zufall auf sie gestoßen und sie war eben auch Rotkreuzschwester im gleichen Spital. So, und Dr. Hida habe ich in einem Film gesehen. Und der hat mich dort sehr beeindruckt, weil er eben sehr kritische Dinge gesagt hat. Ich habe Ethnologie studiert ursprünglich, wo man eigentlich weniger von Quantitativen oder von Statistiken ausgeht, sondern vielmehr vom Kleinen heraus versucht, Erklärungen zu finden, auch für das Größere. Und ich glaube schon, dass die Geschichte meines Großvaters ja nicht einzigartig ist. Also er ist ja ein Beispiel für vieles und auch nicht nur auf Japan begrenzt, sondern das hat universelle Bedeutungen. Wenn ich einen Dokumentarfilm mache, möchte ich die ganze Welt zeigen, die diese Figuren umgibt. Und Uchida-san, also diese eine Krankenschwester, die lebt ja in der Natur und die Natur war auch ihr Heilmittel. Also sie hat eigentlich ihren eigenen Weg gefunden, mit ihrer Krankheit, mit dieser Strahlenkrankheit umzugehen. Und das war natürlich die Natur. Die Natur ist ja auch der Gegensatz zu dieser zerstörerischen Radioaktivität irgendwo. Also das ist schon auch ein wenig meine Absicht gewesen, das dem gegenüberzustellen. Aber es verkörpert sich natürlich konkret in dieser Figur von Uchida-san, die ja jetzt wirklich den absolut natürlichen Weg geht und auch herausgefunden hat, dass sie schwitzen muss, um gesund zu werden. Aber sie sagt gleichzeitig auch, es ist eben der Glaube daran, dass sie gesund wird. Sie sagt, es ist nicht vielleicht das konkrete Schwitzen oder diese Naturheilkräuter, sondern wichtiger ist noch, dass sie daran glaubt. Wiederum beim Schnitt war es wieder ein sehr langer Prozess, bis man dann dieses Gewebe quasi gefunden hat, also bis man diese Dramaturgie wirklich hingekriegt hat. Und die Zusammenarbeit mit Tanja Stöcklin war wirklich sehr fruchtbar. Sie hat wirklich viel beigetragen zu dieser Struktur. Ich finde es super, dass wir das am Ende hingekriegt haben, überhaupt, weil lange hat es nicht funktioniert. Es ist ja nicht ein Film, der einem Thema nachgeht. Es sind nicht drei Figuren, die alle über das Gleiche sprechen. Die Inhalte sind immer leicht verschoben. Also man kann es nicht dicht schneiden, man kann nicht von einem Thema und dann zack, der Nächste spricht so, wie man es üblicherweise macht. Also muss man wie Brücken bauen, die aber genug
sie dürfen nicht zu luftig sein, aber sie müssen, also der Zusammenhang muss einem wie intuitiv klar werden oder auch wie auf über eine andere Ebene. Und das war unglaublich schwierig, weil manchmal hat man ein Element rausgenommen und das ganze Gebäude ist zusammengebrochen. Uchida-san und Hida-sensei sind beide Beispiele für mich, oder? Weil sie einfach das fortsetzen, was sie für richtig halten, egal was von links und rechts kommt. Also sie sind irgendwo kompromisslos, aber haben trotzdem viel Humor. Also sie sind nicht verbissen in dem, was sie tun. Das finde ich wirklich stark. Also ich glaube, das ist auch der Grund, warum sie so alt geworden sind. Am Ende meiner Reise ist ja auch meine Großmutter tatsächlich gestorben. Das war ein Monat nach diesen Aufnahmen, die man sieht. Und also für mich war es wie logisch, dass ich am Schluss zu meiner Familie zurückkehre irgendwo und das Landhaus in der Abenddämmerung, das hat für mich einfach gepasst. Und das Gedicht symbolisiert ein wenig auch diesen Übergang zwischen Diesseits und Jenseits, also diese Brücke, die man überquert und dann auch irgendwo zur Ruhe kommt. Das fand ich sehr schön. Also ja, das, egal was geschehen ist, am Schluss ist Ruhe. Alle Menschen enden gleich irgendwo. Ich 足原の砂にしばし立ちたり。